Man kommt hier teilweise zwei, dreimal die Woche rein, ist so ein bisschen zu einem Wohnzimmer geworden und es geht was verloren, was geschichtsträchtig ist und viele Momente erlebt hat. Es ist, als würde man da einen Teppich austauschen. Auf dem Bakedir ist natürlich schon viel passiert. Mein größter Moment war 2010. Die Meisterschaft nach zweijähriger Abstinenz. Am dritten Heimspiel überhaupt hier auf diesem Parkett, da hatte Fred Williams zwei Sekunden vor Schluss einen Dreier aus 9 Meter reingemacht zum Sieg gegen Alba Berlin. Und das war natürlich für mich ein großer Moment. Ich habe auf diesem Parkett einen sportlichen Tiefpunkt erlebt. Das Euroleague-Spiel gegen Rom, die Halle war vorher total euphorisiert. Danach einen Dreier, haben wir mit einem Punkt verloren und dann Todesstille. Emotional der tiefste Punkt, den ich jemals erlebt habe hier in dieser Halle. Die Tropfen von den Fans vom Schweiß ist genauso hier auf dem Parkett am Rand zu spüren wie ganz in der Mitte die Tropfen vom Schweiß des Teams. 18 Jahre liegt das Parkett jetzt hier schon in der Arena, es hat sämtliche Höhen und Tiefen in unserer Vereinsgeschichte mitgemacht und dementsprechend ist es wirklich ein Part of History für jeden einzelnen Fan des Bamberger Basketballs. My Part of History.